Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Bikeman Live. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Wir haben eine neue Powerstation. Die Equitech Plum 300, 300 Watt tragbare Powerstation. Ja, die haben wir jetzt neu und die stelle ich euch jetzt mal vor. Aber ich glaube, da komme ich jetzt mal runter, damit wir nicht so weit oben sind. Ne? Wir können die auch mal so rumhängen. Da muss ich nur gerade aufpassen mit dem Mikro. Und dann kannst du damit losspazieren. Das sieht doch schon nach Power aus. Ne? Und jetzt gucken wir mal rein, was da auch an Power drin steckt. Eine ganz kleine Mini-Powerstation, 300 Watt, ist so groß wie ein Buch. Ideal für den Abenteurer, Outdoor-Bereich. Du bist draußen unterwegs, spazieren gehen. Ja, und einfach Spaß haben am Leben. Ich gebe euch mal die Daten durch. Beziehungsweise die Maße von dieser Equitech. Und zwar sind das 243 x 176,5 x 61 mm. Und das Ganze wiegt 2,15 Kilogramm. Also das perfekte Gewicht zum Hin- und Hertragen. Was sehen wir im ersten Moment? Wir haben ein kleines Display. Gehen wir gleich mal drauf ein. Wir haben einen kleinen Batteriestand. Zeigt auch gleich 99 Stunden, würde sie jetzt so laufen, wie sie jetzt aktuell hier steht, beziehungsweise liegt. 22 Grad. Ich denke mal, das wird die Temperatur sein von dem Gerät an sich selber, also vielleicht auch da drinnen gerade, weil wir hatten jetzt gerade mal ein, zwei Sachen angeschlossen, dass sie mal ein bisschen laden, ein bisschen testen. Und dann haben wir noch 0 Watt Anzeige, beziehungsweise da geht die Anzeige, was rein und was auch rausgeht. Dann haben wir hier den Powerknopf an, aus. Dann haben wir da unter AC, können wir damit aktivieren, zwei USB-Anschlüsse. Das sind Ausgangsanschlüsse mit 22,5 Watt, Entschuldigung, Ausgang maximal. Dann haben wir zwei USB-C-Anschlüsse, die jeweils mit maximal 100 Watt Ausgangsleistung haben. Dann haben wir noch zwei normale Anschlüsse, diese Standardanschlüsse für Laptop und sowas. Da haben wir auch die ganze Kabellage, die zeige ich euch auch gleich nochmal, was mit dabei ist. Da ist auch jeweils 100 Watt ein und 100 Watt aus, beziehungsweise nochmal 36 Watt Ausgangsleistung. Den AC haben wir hier noch mit bei. Der hat eine maximale Ausgangsleistung von 300 Watt. Das ganze Gerät selber hat eine maximale Ausgangsleistung von 501 Watt. Maximal 300 und der Rest mit 201 kannst du gleichzeitig betreiben. Dann gucken wir uns die Seiten nochmal an. Hier sind halt zwei Haken, damit du den Tragegurt ranmachen kannst. Beziehungsweise auch noch ein kleiner Handgurt. Der ist auch mit bei. Den zeige ich euch auch nochmal. Hier haben wir auch noch zwei Lüfter hinten. Die springen dann an, wenn du das iPad geladen oder das iPad lädst, Musikbox ranhängst, beziehungsweise ein Fahrrad kannst du da auch mit anschließen. Dann springen die beide mit an und dann kühlt er das so ein bisschen runter. Dann sehen wir hinten noch eine weiße Lampe sozusagen. Drück da mal ein bisschen rauf, ein bisschen länger. Hast du nämlich noch eine schöne Lampe noch integriert. Wenn ich jetzt einzeln so rauf drücke, da passiert gar nichts. Ach guck mal, da kannst du sogar noch heller. Ui. Blinkfunktion ist auch noch mit bei. Ja, jetzt machen wir sie wieder aus. So. Auf der Seite ist halt gar nichts. Schlicht. Hier haben wir nochmal das Datenblatt. 4 Auflagepunkte mit Gummis dran, damit sie nicht hin und her rutscht. Das war's. Ich würde sagen, wir hängen jetzt nochmal ein, zwei Sachen ran. Beziehungsweise zeige ich euch nochmal den Handtragegriff. Übrigens, so kommt die an, die kleine Powerstation. Vernünftiger Karton. Da sind die Anschlüsse drin, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Gebrauchsanweisung. Und dann ist sie halt auch noch richtig schön geschützt. Da kann nichts passieren. Hier haben wir nochmal eine Gebrauchsanweisung, sogar auf Deutsch. Ist ein deutscher Teil mit bei. Finde ich ganz gut. Hast du ja bei vielen nicht so. Hier haben wir noch einen kleinen Karton, wo auch noch mal die ganzen Anschlüsse bei sind. Hier ist zum Beispiel noch mal ein schöner
Lederriemen, Tragegriffriemen. Der kommt dann hier nochmal so schön dran. So, und den natürlich ab. Dann haben wir noch ein Ladegerät für USB-C zum Laden und zum Entladen, also zum Benutzen, dass du andere Geräte aufladen kannst, weil bei der funktioniert das mit einer Steckdose, dass du Strom laden kannst und Strom entnehmen kannst. Und dann haben wir nochmal einen Zigarettenanzünder. Anschluss ist mit dabei. Und dann haben wir noch ganz normal auf Haus Strom. Und den habe ich zu Hause vergessen. Dann haben wir noch so einen Schultergurt, Schutzgurt. Der ist auch noch mit dabei. Ja, und das war's. Ich würde sagen, wir hängen jetzt einmal zwei, drei Sachen ran. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich wechsle mal den Griff hier. Oder geklacke, das geht mir ein bisschen auf den Zylinder. Jetzt gucken wir mal, wie das hier. Ah, hier ist so ein Knopfsystem. Das ist irgendwie ein bisschen mühsam. Aber es funktioniert. So. Da haben wir ihn. Das sieht doch cool aus, ne? Also das finde ich wieder ein bisschen Stylo. Meine kleine Handtasche. Geiles Gerät. Hängen wir mal das Fahrrad dran. Übrigens, da gibt es auch bald noch ein Video. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut doch mal auf den Kanal vorbei. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt wird die hier mit 80 Watt geladen. Und den haben wir im Ganzen in 4 Stunden, beziehungsweise 3 Stunden, wäre das Fahrrad voll. Die Powerstation könnt ihr auch bei einer Radtour mitnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal ein bisschen länger unterwegs seid, könnt ihr einfach mal das Fahrrad zwischendurch laden. Wenn ihr irgendwie bei der Eisdiele seid oder so, setzt euch da hin, trinkt eine schöne Tasse Kaffee, schlabbert ein Eis dabei und währenddessen wird das Fahrrad geladen. Wie gesagt, 2,15 Kilogramm wiegt die bloß und ist wirklich so groß wie so ein normales Buch. Finde ich sehr, sehr praktisch. Jetzt fängt das hier auch noch ein bisschen an zu regnen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wasserdicht ist. Sicherlich wird die nicht wasserdicht sein. So eine Rafting-Tour würde ich sie jetzt nicht mitnehmen. Oder irgend so ein Schlauchboot auf dem Meer oder auf dem Wasser allgemein. Aber wenn ihr so ein abenteuerlustige Menschen seid, wo ihr wandern wollt, mit dem Zelt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr die in den Rucksack schmeißen. Oder wenn ihr abends im Zelt hockt, ihr habt da eure Lichterkette dabei. Die könnt ihr da anschließen. Das funktioniert ganz gut. Das kann man noch anschließen, zum Beispiel Funkgeräte. Du fährst auf ein Treffen, willst mit deinen Jungs da ein bisschen rumfunken. Eine Bluetooth-Box kannst du da auch locker ranhängen. Die wird da zwei, dreimal mit vollgeladen. Das funktioniert. Oder wenn du jetzt im Camper hockst, du willst jetzt noch mal ein iPad, da noch ein bisschen rumspielen, vielleicht bei Instagram oder weiß ich was, oder dir Videos schneiden. Das iPad geht zugrunde, kannst du das auch laden, also beziehungsweise akkumäßig mit leer. Dann kannst du die da auch noch mal ranhängen. Das funktioniert auch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt damit helfen, mit den ganzen Daten, Informationen, was ihr damit machen könnt. Haut doch mal in die Kommentare, was ihr mit dem Gerät machen würdet, wenn ihr euch dafür entschieden habt, das Gerät zu kaufen. Ich habe jetzt mal, das ist so, trägt sich ja, dafür ist ja der Griff auch da, ne? Genau. Wenn euch das Video auch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht sogar in dem hier, wo ich euch das Fahrrad vorstelle. Bis dahin, euer Ron.